Servus und hallo zu einem neuen Video. Hello there. Zu diesen Geräuschen sind wir heute aufgewacht. Und zwar habt ihr im letzten Video gesehen, dass wir eine Wohnung bezogen haben. Aber wir schlafen da noch nicht drin. Aber wir schlafen nämlich noch hier in unserem Van. Und sind aber jetzt gerade auf dem Weg zu unserer Wohnung. Genau, wir sind gerade auf dem Weg zu unserer Wohnung. Und wir kriegen heute einen Kühlschrank zwischen 8.15 Uhr und 12.15 Uhr. Das hat uns auch geweckt, deswegen sind wir heute schon sehr früh wach, haben schon alles erledigt und gehen jetzt gleich mal in die Wohnung. Der wird nämlich angeliefert, den haben wir uns vor 2 Tagen bei Amazon bestellt, einen richtig schönen Kühlschrank, den hatten wir damals in unserer ersten Wohnung schon. Jetzt gibt es eine andere Farbe und da sind wir richtig gespannt drauf. Und dann, sobald er da ist, geht's in der Stadt hier ganz in der Nähe, sage ich euch noch, und da gucken wir uns einen Café an. Also richtig spannend. Also ein Café, was zu einem Café werden soll. Also nicht ein Café zum Kaffee trinken. Ach so, genau. Also wir gucken uns ein Café an, was wir eventuell anmieten oder pachten, Freunde. Das wissen wir noch nicht. Ja. Eventuell ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel aber wir gesagt. Gucken es zumindest an. Naja, es hört sich alles sehr, sehr gut an und wir schauen mal. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Projekte jetzt auf einmal zu viel sind, ja. Aber manchmal kommt das Leben halt so, wie es kommt. Manchmal muss man tanzen, wie die Musik fällt. Muss jetzt so pullern. Jo, dann let's go. So, ich zeige euch jetzt mal unsere Wohnung, zumindest das, was ja, bis jetzt hier passiert ist. Genau, und zwar steht hier ein Spiegel aus unserer alten Wohnung. Und hinter mir noch ein Tisch, auch aus unserer alten Wohnung. Bisschen Deko. Das erste Bild hängt auch schon. Da war noch ein Nagel übrig in der Wand. Tja. Gehen wir mal in die Küche. Ah. Der Rollladen, der war ja im letzten Video noch unten, weil der war kaputt, ist jetzt repariert. Also eine richtig schöne Aussicht hier raus. Jetzt gehen wir mal in die Küche. Hier sieht es aktuell so aus. Das ist der Herd, den wir geholt haben. Hier ist noch eine Waschmaschine, die haben wir geholt. Die ist von Gorenje. Mögen die Marke einfach. Und der Kühlschrank, der jetzt ankommt, ist auch gleich von Gorenje. Ich zeige euch mal hier die 2 unterschiedlichen Farbvariationen an, wie sie im Internet zu finden waren. Es ist total unterschiedlich und wir haben keine Ahnung, wie der ankommt. Also sind wir mal gespannt. Deswegen wollen wir unbedingt dabei sein, wenn der geliefert wird. Ansonsten ja, müsste halt hier jemand herkommen und die Lieferung für uns annehmen. Aber wir hoffen, die schaffen es noch pünktlich, bevor wir zu dem Termin müssen. Hier haben wir gerade unsere 2 Hängeschränke mal so optisch hingestellt, weil ja hier die Theke hin soll. Und genau, hier dann der Kühlschrank hin. In die Ecke. Richtig. Und dann geht es ins Schlafzimmer. Zeig ich mal, wie es da aussieht. Da haben wir so eine provisorische Kleiderstange jetzt aufgebaut. Hier ein bisschen Deko. Den Schrank hatten wir auch noch aus der alten Wohnung. Und hier haben wir uns so ein fettes Bett bestellt. Weil wir das Bett ja selber bauen wollen und es noch ein bisschen braucht, bis auch die Couch da ist. Haben wir uns bei Amazon für 130 Euro dieses Luftbett bestellt. Ich muss schon sagen, es ist schon sehr bequem, auf jeden Fall. Die Dinger, die kann man abmachen. Die Polster hinten. Ja, mega krass, bläst sich auch von alleine auf. In 3 Minuten war das Ding ready. Und jetzt werden wir hier mal in der Küche ein bisschen Ordnung schaffen und das hier wegmachen, damit die uns in den Kühlschrank hier reintragen können. Wir sehen, dass unser Kühlschrank ganz in der Nähe ist, also beziehungsweise der Fahrer, aber der ist jetzt irgendwie längere Zeit an irgendeiner Haustür hier in der Nähe, aber wir müssen jetzt los, weil wir brauchen mindestens eine halbe Stunde zu diesem Café, wo wir hinwollen. Und jetzt haben wir bei Davids Schwester geholt, die wartet jetzt auf den Kühlschrank, aber irgendwie ist es so ärgerlich, weil der könnte jetzt in 10 Minuten da sein, aber wir haben diese 10 Minuten jetzt nicht mehr und ja, können ihn jetzt nicht direkt sehen, aber wir würden es gerne. Das ist irgendwie gerade zeitlich richtig blöd. Der kommt uns bestimmt entgegen, wenn wir jetzt runter. Ja, wir fahren bestimmt runter und der kommt uns genau entgegen. Oh, ey. Mann, wir fahren zum Kühlschrank. Ja, dann müssen wir uns ein bisschen gedulden. Oh, 1-2 Stunden. Also es wäre halt richtig schön, den zu sehen, weil wir haben extra so einen Service mit gebucht, dass der uns den hier hochträgt, auspackt und falls wir irgendwie damit nicht zufrieden sind, den halt wieder einpacken und mitnimmt. Deswegen würde ich den halt schon ganz gerne einfach sehen. Naja, aber dann haben wir eine kleine Überraschung, wenn wir zurückkommen. Oder deine Schwester muss das Video anrufen. Oh ja, das können sie auch machen. Na gut, also
Daumen drücken. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wenn er gleich nicht kommt, dann müssen wir los. Deine Schwester in der Wohnung. Wir sind in der Wohnung. Und du? Also ich stehe vor der Tür. Ah, dann machen wir doch auf. Hä? Ach, da bist du. Ach, da. Hast du geklingelt? Du hast nicht geklingelt? Nein, ich weiß nicht wo. Unten wird geklingelt. Ja, auch, oder? Hallo, hier ist noch eine Klingel. Das ist unsere Klingel. Ja, euer Kühlschrank noch nicht da. Nee. Da steht ein Mann. Der ist vielleicht 300 Meter entfernt. Ja, der steht da unten. Ja, Kühlschrank ist da. Genau jetzt müssten wir eigentlich losfahren. Aber jetzt bleiben wir hier. Kommen wir 10 Minuten später. Ich glaube, der Kühlschrank hat genau die Farbe, die wir wollten. Okay, wir sind ein bisschen spät dran. Wir fahren eine halbe Stunde, aber haben in einer Viertelstunde den Termin. Kühlschrank ist da, also joggen wir jetzt zum Auto. Die Farbe haben wir ein bisschen gesehen, ist okay. Und jetzt kümmert sich meine Schwester um den Rest. Melli, bist du da? Ja. Ich muss mal hierher. Hopp, hopp, hopp. Wie sind wir eigentlich auf dieses Café gekommen? Das wollte ich euch mal erzählen. Und zwar haben wir erzählt, dass wir ein eigenes Café ganz gerne öffnen würden. Und Freunde von uns haben eine Anzeige bei Facebook gesehen von der Stadt, die das Lokal verpachtet für 2 Jahre. Die Miete ist relativ gering, die Nebenkosten auch. Und ja, dann haben wir uns da beworben bei der Stadt und sind da jetzt auf dem Weg. Es gibt auch noch mehrere Bewerber. Deswegen ist es schon ein bisschen kacke, dass wir jetzt ein bisschen spät sind, aber es ging jetzt halt nicht anders. Es hat einen kleinen Innenhof. Ich weiß nicht, wie viel ich euch da jetzt gleich mal zeigen kann, aber es hat einen kleinen Innenhof, es hat eine Bar, es hat eine separate Küche, 60 Quadratmeter und könnte schon richtig schön sein. Weiß halt nicht, ob das so ein Café ist, wo viele Leute vorbeilaufen, wo viel Durchgangsverkehr ist. Aber vielleicht ist es trotzdem was Schönes, weil die Miete halt sehr gering ist. Ja, mal gucken. Also, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja sowas noch nie gesehen. Wüsste gar nicht, auf was ich da zu achten habe. Aber wir haben dann, glaube ich, 20 Minuten Zeit, bis der nächste Bewerber kommt und werden die Frau mal schön mit Fragen durchlöchern und uns gut präsentieren. Yeah, baby! Bisschen aufgeregt? Ja, schon. Ja, vielleicht wird's ja unser Kaffee. Der Hof ist richtig, richtig schön. Also kann man sicher was Schönes draus machen. Ja. Und ja, drin sieht es auch sehr schön aus. Ja, Daumen drücken. So 2, 3 Sachen, ja. 2, 3 Sachen, aber die besprechen wir jetzt gleich nochmal in Ruhe. Genau, ob das auch wirklich das Richtige für uns ist. Ja. Ja, also das überfordert uns gerade echt ein bisschen. Wir sehen da viele Chancen und auch ein paar Risiken, da spreche ich nachher nochmal darüber. Jetzt aber gehen wir erstmal zum Baumarkt und gucken, ob wir da eine schöne Küchenplatte finden. Uns gefällt einmal so eine Keramik-Komposit-Küchenplatte oder halt eine aus Laminatholz. Der Preisunterschied ist heftig, also während Holz natürlich so ungefähr bei unserer Küche, sagen wir mal so 200 Euro kostet, würde die aus Keramikkomposit oder Quarzkomposit, was auch sehr schön ist, gleich 6-mal so viel kosten. Ich glaube, wir entscheiden uns aber für Holz, nicht nur aus den Kostengründen, sondern auch aus Stylinggründen, oder? Ja. So, und jetzt gucken wir mal hier im Bauhaus, in dem berühmten Bauhaus, wo und wie schnell wir an diese Platte rankommen und ob sie die überhaupt da haben. Also, let's go. Nicht, dass du hier noch als Mitarbeiter angesprochen wirst, ne? Ja, weil die Jacke passt total gut. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück, wir haben noch gar nichts gegessen. Jetzt schauen wir nochmal nach Fliesen. Wir wollen so eine Bar doch auch noch selber bauen mit Fliesen und gucken, was sie hier so haben. Hier gibt es ja noch schon in Farben. Ja, da sind die weißen, siehst du? Ah. Das sind solche hier. Ja. Guck, so sehen die aus. Ja. Und dann werden die so draufgeklebt. Und dann werden die gespachtelt. Also die Fugen? Genau, die Fugen, das sind dann so Spachtelsachen, glaube ich. Ja.
Und erstmal wird es geklebt auf Beton. Auf irgendwas. Und auf Zement dann, ne? Zement, müssen wir erstmal die Bar bauen, dann mit Zement beschichten und dann die Fliesen draufkleben. Genau, und dann kann man hier die Fugen. Ja, cool. Zumachen. Und ich weiß nicht, ob man die streichen kann. Ja, weiß ich auch nicht. Oder ob man gleich in die. All das werden wir noch herausfinden. So. Aber ich weiß, Melli muss jetzt pullern, weil die zappelt dann immer so süß. Deswegen gehen wir jetzt zurück in den Van und dann ab nach Hause. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu tun. Wir wollen noch Kartons auspacken heute. So, ich bin vor der Tür und jetzt sehen wir zum ersten Mal. Also, wir haben den kurz gesehen, aber jetzt so ausgepackt, so wie er steht. Unseren Kühlschrank. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? Ja, so wurde es mir vorgestellt. Wow, ja, also richtig schöne Farbe. So, der Kühlschrank steht und wir sind richtig glücklich. Waschmaschine haben wir jetzt auch schon angeschlossen. Und jetzt fehlt hier quasi eine richtig schöne Arbeitsplatte. Dann kommt hier noch der Geschirrspüler hin. Und da kommt auch eine Arbeitsplatte drüber. Und hier kommt auch eine schöne lange Arbeitsplatte drüber. Und die zwei Schränke von hier hängen wir einmal dahin und einmal dahin. Ja. Aber jetzt helfe ich mir die Fenster putzen. Die ist nämlich ein bisschen erkältet und fühlt sich nicht ganz so gut. Also machen wir das jetzt fix zusammen und dann geht es eine große Runde mit Nusa spazieren. Und dann war es das für heute hier in der Küche. Den Rest machen wir, sobald der Geschirrspüler da ist, was hoffentlich morgen ist. Ja, als Brillenträger ist das halt immer so. Schlägt die halbe Brille. Ja, Melli geht es jetzt leider nicht so gut. Deswegen sind wir jetzt wieder zurück in unser erstes Zuhause. Noch erstes Zuhause. Und haben uns jetzt einen riesengroßen Topf Nudeln gekocht. Und dazu gibt es jetzt eine leckere Tomatensoße mit Lorbeerblättern, Oregano und ein bisschen Pfeffer. Und damit die Melli auch bald wieder gesund ist, gibt es hier diese eingelegten scharfen Peperoni aus Griechenland noch. Die brennen alles weg, Schatz. Ja. Die hauen dich wieder auf die gesunde Bahn. Natürlich das Antibiotikum. Ja, und danach gehen wir mal eine Runde spazieren und dann geht's morgen auf jeden Fall in der Küche weiter und wir erzählen euch auf jeden Fall auch noch in dem Video unsere Gedanken zu dem Kaffee. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass es Melli schnell wieder gut geht, weil ja, ich brauche sie einfach. Nächste Woche ist Ostern und wir müssen die Küche fertig kriegen. Also Schatz, hau dir das ganze Glas hier rein, komm. Hier, das ist für dich und die Nudeln sind für mich. Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich heute wieder fit. Ich fühle mich sehr gut und habe mich gestern ein bisschen ausgeruht und jetzt bin ich wieder voller Elan und es geht jetzt zu IKEA. Wir wollen nämlich heute unsere Küche fertigstellen. Aber es ist schon 12 Uhr gleich, also wird es wahrscheinlich wieder nichts, weil wir wieder so lahmarschig hier unterwegs sind. Aber wir geben jetzt unser Bestes und schauen mal, wie weit wir heute kommen. Bis es dunkel ist, 18:30 Uhr, glaube ich, haben wir Zeit. Ja, seid gespannt. Also, ich habe jetzt noch die Preise von vor 3 Jahren oder so im Kopf. Und ich finde 190 Euro für so einen ganz normalen Schrank aus Kiefer, finde ich mega, mega teuer. Ich meine, guck mal. Aber ich habe gesagt, wenn man das sich das Holz beim Bauhaus oder sowas braucht und das zusammenbaut, das ist auch ein bisschen. Melli ist der Meinung, es wäre halt auf jeden Fall günstiger, wie selber bauen. Ich finde 190. Ja, nicht günstiger, das ist vielleicht genauso teuer, aber dann die Arbeit, um es selbst zu bauen. Ich finde es halt mega viel, aber Melli möchte den Schrank unbedingt haben. Aber halt nicht für die Küche. Wir sind hier nur wegen der Küche hier. Und Melli guckt schon wieder nach 10 anderen Sachen. Ich hab den schon letztes Mal gesehen, deswegen. Naja, gut. Nur so eine Kleiderstange einbauen. Und dann kann man hier so Jacken aufhängen. Dann haben wir schon so eine kleine Garderobe. Und dann geht's eigentlich um die Küche? Ich habe gesagt, wir kommen nicht so schnell wieder hierher, weil hier ist Baustelle, bis man hier ist. Wir brauchen fast eine Stunde hierher. Deswegen müssen wir eigentlich heute alles. Nix, alles, nur Küche. Das dauert immer so lange, die machen das echt gut bei IKEA. Man muss immer so überall durchlaufen,
Frau bleibt alle 5 Meter stehen. Das ist wie wenn ich mit Nusa spazieren gehe. Die bleibt auch alle 2-3 Meter stehen. Guck mal. Guck mal, sagt sie. Anstatt diesen offenen Schrank zu nehmen, vielleicht an der Seite. Weißt du, wie wir gesagt haben, diesen Holzschrank? Reden wir über die Küche? Küche. Ah, wir sind bei der Küche, ja. Weißt du, wo der Lichtschalter ist? Ja. Da haben wir doch dieses offene. Ja, ich weiß, was du meinst. Nehmen wir den hier, den finde ich richtig schön. Der ist doch geil dazu. Der ist voll geil. Man könnte sogar dann so. Boah, komm, schreib direkt auf. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Frau schon wieder verloren. Das gefällt mir nicht so. Also sieht gut aus, aber wenn man es dann anfasst, ist von der Haptik nicht so schön. Nee, sowas wollen wir haben. Das da wollen wir haben. Das da, Schatz. Sowas hier. Das ist ja zu dunkel. Ja, das ist doch dieses Keramik-Komposit, oder? Nee, das fühlt sich auch nicht so geil an. Das ist nicht Keramik-Komposit. Nee, das passt nicht. Nee. Da, die wollen wir haben. Die ist schön, ja. Genau, das ist die hier. Die ist toll. Guck, die hat doch so einen schönen Glanz. Die sieht richtig gut aus. Hallo, jemand zu Hause? 31, ganz simpel. Okay. Okay, Nummer 1. 22. Das ist unser Spülbecken Hafsen. Spülbecken Hafsen. Hier das erste gleich. Manche ist es kaputt. Wir brauchen nur noch die Adapter dazu. Okay. Schluss und dieses andere Zeug. Siphon und sowas. Ist es das schon? Heißt das echt Lilificken? Ist das Lilificken, ja? Hä? Lil, ohne I. Ja, aber Lilficken ist ja auch nicht. Auch nicht gerade so eindeutig, genau. Ne? Wir sind jetzt hier fertig bei IKEA. Den großen Schrank vom Beginn, wo Melli so hängen geblieben ist und den unbedingt haben wollte, den haben wir nicht geholt. Aber dafür alles andere für die Spüle, für die Küche. Spüle, Siphon und so weiter. Und Arbeitsplatte lassen wir uns jetzt aber im Baumarkt zurechtschneiden, weil die Arbeitsplatten hier von IKEA haben eine Tiefe von 63,5 und unsere Küche hat halt eine von 60. Deswegen wäre es kacke gewesen, dafür jetzt so zu sägen. Und es gibt sie halt auch nur in gewissen Längen, ne? Also 2,50 Meter und so weiter. Also haben wir gesagt, dann lieber beim Baumarkt, bevor wir halt zu viel bezahlen. Jo, und es kam noch eine gute Nachricht rein, es kam noch eine E-Mail rein, und zwar Cannabis ist ab 1. April legal. Aber viel wichtiger ist, unser Geschirrspüler ist angekommen, den holen wir heute auch noch ab. Und dann können wir hoffentlich in diesem Video noch die Küche fertig machen. Also, let's go. Fragt uns immer voll oft, welche Farbe wir für die Küchenfronten benutzt haben. Und zwar ist das genau die hier. Die haben wir damals gekauft. Für den Van, genau, habe ich doch, glaube ich, gesagt, oder? Für die Küchenfronten im Van. Wolltet ihr mal wissen, welche Farbe. Und das ist hier diese Pep-Up-Farbe. Die ist auch kratzfest und ja, Musa springt da ständig hoch und es sind keine Kratzer dran. Kann man auch super abwischen. Und für unsere Küche haben wir jetzt die Farbe hier geholt. Wir haben jetzt genau 2 Minuten gebraucht, um uns für diese Farbe zu entscheiden. Das ja. Ist gleich aufgefallen und die haben gesagt, das ist die perfekte Farbe. Ja, so sieht dann die Wand in der Küche aus. Je nach Licht, glaube ich, ne? Mhm. Bin gespannt. Hier ist unsere Arbeitsplatte, beziehungsweise 3 Stück davon. Und jetzt haben wir uns die hier zusägen lassen und haben jetzt hier für alle 3 Platten 180 Euro bezahlt. Und bei IKEA hätten wir 480 bezahlt, hat er, glaube ich, gesagt. Und da hätten wir aber noch selbst zusägen müssen. Und so wie die jetzt hier sind, können wir die direkt in der Küche anbringen. Okay. Jo, und können wir schön schieben, super. Oh, der Van ist langsam voll. Geschirrspüler haben wir auch reingekriegt. Ist sogar leichter als die Waschmaschine. Also können wir auch easy hochtragen. Es ist aber schon 5:30 und wir schaffen es heute nicht mehr, die Küche fertigzustellen. Also wenn wir alles nach oben in die Wohnung tragen, dann geht es zu meiner Oma, was essen, Musa begrüßen und dann duschen wir und dann schlafen wir heute wahrscheinlich die letzte Nacht im Van und morgen machen wir alles weiter.
Gerade eben kam noch ein Anruf vom Wirtschaftsminister. Der hat gesagt, Rezession ist vorbei, Wirtschaft geht wieder bergauf. Wir haben so viel Cash da gelassen. Er hat gesagt, genau das hat gefehlt. Jetzt haben wir insgesamt 1.080 Euro heute ausgegeben. Also die Bank hat auch angerufen, die meinte, das war's. Mehr ist nicht drin, wir müssen jetzt einen Tag Pause machen. Deswegen wird morgen in der Küche weitergearbeitet. Also, ja, hoffentlich schaffen wir es dann morgen. So, ich frag dich, bist du ready für die schwerste Platte? Und danach noch Geschirrspüler. Ich will ein Ja hören. Das hat sich sehr schwach angehört, muss ich sagen. Ja. Ja. Und irgendeiner macht hier leckere Schnitzel und wir kriegen nichts davon ab. Wer kommt da? Ah. Ja. Hier kennt man die Leute, ne? Hier kennt man sich. Wow. Also, so sieht's aktuell aus. Hier ist dieser Kühlschrank, eine Waschmaschine, die Arbeitsplatte wird hier ausgetauscht, Waschbecken haben wir gekauft. Es passt wirklich gut rein. Haben wir gut gemessen, hier haben wir jetzt noch so eine kleine Lücke. Aber da gucken wir morgen, wie wir das machen. Und hier sind die Arbeitsplatten. Und dann würde ich mal sagen, hasta mañana. Heute machen wir die Küche fertig. Let's go! So, wir sind in der Wohnung, es geht los, wir müssen streicheln. Zuerst aus den Klamotten raus und dann haben wir uns ja gestern eine wunderschöne Farbe ausgesucht für die Wand hinter mir. Dann geht es jetzt gleich los. Einmal das hier nach draußen, alles hier abkleben und dann streichen. Und dann kommt mein Vater. Ich glaube so 2 Stunden haben wir Zeit, dann muss das hier fertig sein. Dann machen wir das hier und schließen die Elektrogeräte an, habe ich euch ja gestern alles erklärt. Dann erzählen wir euch, was die Küche gekostet hat und wie es mit dem Kaffee weitergeht, ob es da weitergeht, was unsere Gedanken dazu sind und wie es darum steht, erfahrt ihr gleich. Jetzt gibt es hier vielleicht ein paar Zeitraffer, bam, 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 bam. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier alles tipptopp fertig ist. Melli, bist du bereit? Bin bereit. Bist du bereit? Bin bereit. Okay. So, neues Update aus der Küche. Wir haben Unterstützung von meinem Papa bekommen. Und zwar haben wir jetzt eine einzige Chance, das Waschbecken richtig einzusetzen. Wir haben jetzt hier so ein Waschbecken geholt. Ja, aber es wird ohne Frontblende. Und es wird schön eingelassen. Und jetzt haben wir hier eine einzige Chance, richtig zu messen und richtig zu sägen. Melli geht jetzt mal mit Nusa spazieren. Mein Papa und ich, wir kümmern uns um die Arbeitsplatte. Wenn das erledigt ist, sind wir ein großes Stück weiter. Und dann müssen wir nur noch Silikon drunter machen. Das haben wir aber nicht. Aber vielleicht hat mein Papa das zu Hause. Mal vergessen einzukaufen gestern. Okay, dann seht ihr gleich, ob es geklappt hat. Muss mal gucken in den Karton. Stimmt, vielleicht haben wir da noch. Ja, aber es ist schon so alt. Vielleicht ist es schon super trocken. Aber ich guck mal nach. Ich muss eh gleich runter meine Stichsäge holen. Lass mal gucken, ob das gut geworden ist. Oh. Was? Das haben wir nicht betrachtet. Okay. Ja, das müssen wir abbauen. Das macht nichts. Von oben muss diese Stange weg und der hier muss gekürzt werden, ja. Immer Scheiße, ey. Immer irgendwas. Kann man weglassen, ne? Nee. Aber verschieben dahin? Wo verschieben? Ja. Unsere Küche ist endlich fertig.
Es hat zwar noch 2 Tage länger gedauert, aber wir haben es geschafft. Die ganzen Geräte sind angeschlossen, der Kühlschrank steht und die ersten Blümchen sind auch schon da. Also ich bin mega, mega happy mit dem Ergebnis, mega zufrieden, dass wir das doch so schnell geschafft haben. Mein Papa hatte uns gut unterstützt und deswegen hat das auch alles so gut geklappt. Dann hatten wir auch noch einen Techniker da, oder beziehungsweise einen Elektriker, der uns den Herd angeschlossen hat. Aber ansonsten funktioniert alles. Ich muss sagen, wir haben den Kühlschrank bestellt, der war 2 Tage später da. Die Waschmaschine direkt mitgenommen, war ein Ausstellungsstück, gab es auch nochmal günstiger. Die Spülmaschine bestellt, 3 Tage später da. Und hier unsere provisorische Bar. Da kommt dann unsere Bar mal hin, aber das Teil ist es nicht. Das steht jetzt einfach nochmal da, damit man sich das mal bildlich vorstellen kann und dass wir in der Küche auch mal sitzen können. Ansonsten ist die Küche, so wie ihr sie hier seht, mit all den Geräten und der Arbeitsplatte und den ganzen Dekoartikeln, hat die uns 2.500 € gekostet. Und ich glaube, wenn wir die Bar dann hier noch hinmachen und es kommt auch nochmal, da vorne kommt noch ein Regal hin an die Wand. Hier kommt auch nochmal ein Regal hin, genau, oder 2, 3 Regale sogar. Dann werden wir so ungefähr bei knapp unter 3.000 € landen. Und das ist natürlich viel, viel weniger, wie die ganzen Küchenstudios und die ganzen fertigen Küchen auch bei IKEA verlangen. Und ich finde es um einiges schöner und auch persönlicher, aber es ist halt echt viel Arbeit. Die eine Nacht, wo es dann noch Pizza gab, haben wir noch bis spät in die Nacht gearbeitet und konnten nicht mehr. Es ist halt ziemlich viel kleine Fummelei, wenn man alles selbst plant und alles selbst auf den Zentimeter berechnen muss und auch anschließen muss. Deswegen verstehe ich schon, dass geplante Küchen so zwischen 10.000 und 15.000 € gerne kosten können oder halt auch mehr, aber wir haben es halt gespart. Wir haben ja auch die Zeit gerade. Ja, die Wäsche läuft und ich schnapp mir mal Melli, die ist nämlich draußen am Kehren. Unsere große Terrasse, die kehrt da schon seit 20 Minuten. Müssen wir uns wohl auch dran gewöhnen. Aber ich hole sie mal und dann erzählen wir euch, wie es denn mit dem Kaffee weitergeht und ob es überhaupt weitergeht. Das muss doch vor der Kamera. Willst du was sagen, Nussa? Sag mal was. Möchtest du ins Kaffee? Sollen wir einen Kaffee aufmachen, Nusa? Du bist ein Kaffeehund. Ja, willst du ein Kaffeehund sein? Sollen wir dann Hundekaffee machen? Ein bisschen Hundekaffee. Gefällt dir das? Ja. Also, wir sind über eine Freundin auf die Anzeige aufmerksam geworden. Und zwar ist dieses Café ganz in unserer Nähe. Wir wollen noch nicht ganz verraten, wo, aber das werden wir schon tun. Es ist schon... Oh. Nee, ist langweilig, was wir sagen. Nein. Ja, du musst gleich raus. Wir müssen gleich spazieren gehen. Es ist schon ein sehr, sehr schönes Café, wie ihr gesehen habt. Also die Räumlichkeiten sind sehr, sehr schön. Es ist auch sehr günstig von der Miete her. Wir zahlen weniger als hier. Und es ist direkt von der Stadt verpachtet. Also wir hätten dann, glaube ich, auch gute Ansprechpartner, was so Genehmigungen etc. angeht. Lucilein. Gleich. So, wir dürfen uns da bewerben. Wir auch ein Konzept einreichen. Wir sind nämlich nicht die Einzigen, die das entdeckt haben. Ja, und die Herausforderung ist aber, dass es halt kaum Laufkundschaft geben wird, weil es ist jetzt nicht irgendwie in einer Fußgängerzone. Das ist halt einfach in so einer Seitenstraße, würde ich jetzt mal sagen. Und man muss dann, glaube ich, schon wissen, dass da ein Café ist. Aber genau, es ist halt nicht irgendwie in einer... Und es gibt auch gar nicht viel in diesem Ort. Es gibt keine wirkliche Innenstadt. Das heißt... Es müssten einfach Leute von der Umgebung natürlich auch ins Café kommen. Aber es liegt eigentlich sehr gut, dass es so von vielen umliegenden Dörfern gerade 10 Minuten mit dem Auto liegt. Und die kostenlose Parkplätze sind eigentlich vor der Tür. Und ja, wie gesagt, es ist wirklich ein richtig schönes Café. Also beziehungsweise ein richtig schöner Ort mit einem tollen Hof. Ja, wir können uns das gut vorstellen, haben aber hinsichtlich der fehlenden Laufkundschaft da Bedenken. Auf der anderen Seite denke ich mir, bei der Miete kann man nicht viel verkehrt machen. Und wir sind uns halt noch nicht sicher, ob wir das über dieses Online-Marketing, also wenn wir das halt einfach online publik machen, ob wir das schaffen. Ja, was denn? Das ist nicht vor der Kamera. Das ist doch ein Hund. Ganz ehrlich. Na, warum denn? Wir filmen doch gerade. Warum denn nicht? Ne? Ja, und die Laufkundschaft, ob die Leute dann extra wegen uns kommen für einen richtig geilen Kaffee und ein gutes Frühstück. Und ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns das überlegen. Das Konzept reichen wir nach Ostern ein und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Genau. Habe ich dich unterbrochen? Wolltest du noch was sagen? Nö. Ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr extra für einen Kaffee oder für ein gutes Frühstück und eine schöne Atmosphäre bereit wärt.
selber 10, 15, 20 Minuten irgendwo hinzufahren. Ich denke, für ein Restaurant am Abend macht man das schon mal. Das kenne ich auch so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr das auch für ein Frühstück machen würdet. Und dann freuen wir uns auf eure Kommentare zu unserer Küche, an der wir gerade so fleißig gearbeitet haben und die wirklich bis spät in die Nacht fertiggestellt haben. Wir hoffen, unsere Küche gefällt euch und wir konnten euch ein wenig inspirieren. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.